Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge hier zu OMSI. Ja, wir sind heute mal gleich auf zwei neue Sachen unterwegs. Also was heißt neu? Denn die Dresden-Karte ist jetzt auf die Version 1.0 geupdatet worden. Das wollen wir uns natürlich heute anschauen. Wir fahren heute vom Fernsehturm nach Lübtau und das Ganze mal heute mit dem neuen Neo-Plan, der ja jetzt vor einigen Tagen erschienen ist. Und das, wie gesagt, wollen wir uns heute anschauen. Ihr seht schon, ne, also wunderbar, wunderbar, wundervolles Fahrzeug, wundervoll. Also MAN und Neo-Plan, Centroline, das Repaint. Gibt immer noch so ein paar kleine Problemchen. Aber ich denke mal, da kann man auch drüber hinwegsehen. Ich weiß nur, dass aktuell dass es ein paar Probleme gibt, gerade mit dem Upload auf OMSI Webdisk, warum dieser Bus deshalb noch nicht wirklich verfügbar ist. Wir haben allerdings einen Link bekommen von Sobol, den wir euch zur Verfügung gestellt haben unter dem letzten News-Video, wo wir euch die Busse vorgestellt haben. Und wenn ich es nicht vergesse, packe ich den Link auch nochmal hier rein. Das ist der Direktlink, wo ihr euch die Busse komplett runterladen könnt. Das komplette Buspaket und wird dann entfernt, sobald das Ganze denn dementsprechend denn auf OMSI Webdisk und Co. natürlich erhältlich ist. Dann könnt ihr natürlich das Ganze im vollen Zuge jetzt schon fahren. Vielen Dank, wie gesagt, an der Stelle da an Sobol, der uns das Ganze hier im Vertrauen zukommen lässt. So, wie gesagt, die Linie 1, nicht die Linie 1, und zwar die Version 1 hier in Dresden, wollen wir uns heute mal anschauen. Ich bin mega gespannt drauf. Es ist natürlich eine Riesenlatte passiert. Die Website wurde komplett neu bearbeitet und es wurde auch schon Update 1.35 angekündigt, was ich sehr großartig finde. Dieser ganze Bereich hier, wo wir jetzt aktuell stehen, wird es dann in der Version 1.35 gar nicht mehr geben. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir halten euch dementsprechend natürlich voll auf den Laufenden, ja, wie es da weitergeht. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir springen jetzt rein und fahren das erste Mal eine richtig schöne Tour hier mit unserem neuen Neo-Plan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn mega gut. Also ich finde ihn mega gut. So, dann rüsten wir das Ganze mal auf. Ihr seht, 12 Minuten haben wir noch. Wir sind auf der Linie 61 unterwegs. Also 0, 61, 0, 0. Und das Ganze ist die Route 2 vom Fernsehturm genau nach Lübtau. Wundervoll, wundervoll. Und dann können wir auch schon loslegen. So. So, los geht's, Leute. Los geht's. Ja, Honigwaffel ist auf jeden Fall super, super flink hinterher, was das angeht. Was so die Updates, also die das komplette angeht. Wir hatten ja in der letzten Folge, hatte ich euch ja gesagt gehabt, dass ja die MANs halt Standard-MANs sind, ohne Repaint oder sonstiges, ja. Hat sich da natürlich dementsprechend sehr schnell bei mir gemeldet, hat gesagt, ja, pass auf, die anderen Busse, die davor drinnen waren, die waren halt sehr performancehungrig gewesen. Und jetzt zum Spawning, ja, sind auf jeden Fall wieder neue Busse drin, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass da dementsprechend dann die Performance dann nicht so ganz so schlecht ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es vorher noch nicht getestet. Auf jeden Fall ist die Update-Liste, die hier dazugekommen ist, mega, mega lang. Also das ist ein mega Update. Ja, das ist wirklich ein mega Update. So, wir spielen das Ganze mal vor. Ich glaube 30 war das gewesen. Machen wir jetzt einfach mal 25, weil wir mal hier ein paar Fahrgäste haben. Und bevor es jetzt hier weitergeht, kannst du wieder weitergehen. Hallo. Ja, ein wunderschön. So, 5 Minuten haben wir noch, dann spielen wir das Ganze jetzt dementsprechend auch noch vor. Ja, in irgendwie 28 Tagen oder sowas soll das sein. Soll das nächste Update erscheinen, das nächste große Update 1.35. Das sieht auf jeden Fall gut aus, was er da geplant hat. Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine Strecke, die sollte man sich definitiv im Hinterkopf behalten. Die Dresden Linie 61. Ich glaube, das Ganze wird nochmal um 5, 6 oder 7 Haltestellen nochmal erweitert. Großartig, großartig. Ja, wir fahren dann auch noch übers Wasser denn noch. Also das ist alles eigentlich schon ziemlich cool, was er da angekündigt hat. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wenn ich es auch nicht vergesse, packe ich natürlich auch den Link
von der Karte hier auch nochmal in der Videobeschreibung mit rein, damit ihr direkten Zugriff auf die Website natürlich habt. Und das ist natürlich die einzige Unterstützung, die wir als YouTuber geben können, ja, die euch die Karte vorstellen, natürlich den schnellsten Weg hin zur Karte, damit ihr natürlich ohne Probleme den Weg dahin findet. Hoffen natürlich auf gute Zusammenarbeit mit Honigwaffeln. Auf jeden Fall scheint es ein sehr sympathischer Mensch zu sein. So, wir fahren los. Ab geht's mit unserem Neoplan hier. Auch das Feedback hier vom Bus ist sehr gut angekommen. Wie gesagt, hat natürlich seine Macken. Ist noch nicht hundertprozentig fit. Da muss auf jeden Fall noch geupdatet werden. Alter Falter. Fahrt doch nicht so dicht hier. Kam auf jeden Fall sehr gut an bei euch. Also ich muss auch sagen, also ich kann hier nicht meckern. Also es ist wirklich, also gerade der Neoplan, der erweitert meinen Omsi-Fuhrpark, den ich ja schon besitze, der schon sowieso relativ lang ist, schon um einiges. So, jetzt muss ich allerdings mal hier, ich glaube, das geht nach links rum, ne? Ja. So, ist natürlich immer blöd mit Karte, also hier mit diesen Hilfspfeilen. An der Höhe. Allerdings haben wir hier natürlich keinen Dresdner Repaint hier natürlich drauf, ne? Einmal Kurzstrecke, bitte. So, die Kurzstrecke, 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 Kurzstrecke. Sie haben mir zu wenig Rückgeld gegeben. Ja, warte mal, aber ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Was soll... Hä? Ach so. Sie haben mit Glaube, Sie haben... Ja. Nee, was? Warte mal. Eine Kurzstrecke 8,20 Euro? Kinder? Tagesticket? Ja. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt war ich gerade ein bisschen perplex gewesen. 8,20 Euro. Kurzticket? Ah, leider immer noch nichts wirklich mit den Verkehrsregeln hier noch nicht so ganz hinbekommen. Hallo. Ja, wunderschön. Wunderschön, wunderschön. So, da kommt da der Kollege von uns und ihr seht, ne, jetzt mit richtigem Repaint und alles sowas. Schön. Schön, schön. So muss das sein. Wir sind nur ausgeliehener Fahrer, so wollte ich sagen. Zu viele Kranke hier in Dresden. Da muss man schon Leute von woanders holen. Wir hatten gerade so nur den Neoplan hier parat, weswegen dieser jetzt reichen muss. So, jetzt bin ich aber gespannt. Fahrschein normal, Einzelticket. Was ist bei 40 da? Irgendwo ein Fehler drin gewesen, war? Einmal Tageskarte. Tagesticket, 6 Euro. So.
Also wie gesagt, so vom Sound, vom Fahren her ist der Bus wirklich großartig geworden, der Neoplan. Also das ist wirklich ein Bus, den solltet ihr euch mal anschauen, mal ganz genau so. Und ich bin ja halt so ein bisschen ja immer so alt angefahren mit meinem Solaris und fahre jetzt halt ja doch schon öfter den Hamburger C2, weil ich den doch schon ziemlich gut finde. Habe auch meine O530, die ich fahre. Also es sind nicht wirklich viele Busse, die ich selbst fahre, aber ich glaube, der Neoplan ist definitiv ein Fahrzeug, das wir öfter jetzt sehen werden, auch in Livestreams und alles sowas. Wir haben uns den ja jetzt im letzten Livestream angeschaut, wo wir den ja schon vorher bekommen haben. Also vielen Dank da nochmal an Sobol, ja, dass so ein Vertrauen da ist, dass wir das Ganze hier natürlich ein bisschen vorher schon zeigen durften. Ist schön, ja. Also wir werden natürlich auch immer, gerade mit solchen Sachen, sehr, sehr behutsam umgehen. Weil das ist halt Vertrauen, ne? Und Vertrauen muss man halt bewahren, halt gegenseitig. Also was habe ich davon, wenn ich denjenigen da jetzt in den Arsch trete? Gar nichts, ja. Nächste Haltestelle, Rotenbergstraße. Ja, also es war auch, ganz ehrlich, war mal wieder eine sehr schöne Leitstellenfahrt gewesen, die wir hatten. Sieht auch komplett anders aus, da kann ich mich gar nicht daran erinnern. Wir fahren jetzt natürlich aber auch noch andere Seite, ne? Also fahren rückwärts. So. Ja, Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Kurzstrecke, Einzelticket 2,40. So. Wie gesagt, mal wieder eine schöne Leitstellenfahrt gehabt und es war wieder toll gewesen mit euch, ja. Das hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Eins ist halt ist immer so die Kartenauswahl, die wir hier haben, die ist irgendwie nicht ganz so pralle. Also Lemmental ist eine schöne Karte, die bietet halt wirklich viele Linien, aber für eine Leitstellenfahrt absolut überhaupt nicht geeignet, ja. Ja, das haben wir dann auch mitbekommen. So, dann waren wir auf X10 gewesen. Bei X10 wollte das auch nicht so ganz. Dann waren wir Ruhrau gewesen. Da war es dann auch nicht so ganz. Also wir haben diesmal relativ oft die Strecken gewechselt. Jakobisstraße. Und das ist natürlich ein bisschen schade, ne? So, hier fehlen auch komplette Vorfahrtsregeln. So, hier will keiner raus, alles klar. Denen alles einsteigen. Aber hier ist komplett bebaut. Jetzt weiß ich, warum ich mich daran nicht erinnern kann, weil hier nämlich das relativ flach war. Also hier stand nichts. Weder Häuser noch. Wir hatten ja hier war alles leere Fläche gewesen. Ja, daher kam mir das jetzt nicht so bekannt vor. Nee, also wie gesagt, die Leitstellenfahrt waren wieder super gewesen. Wir werden natürlich gucken, dass wir immer einmal im Monat eine Leitstellenfahrt machen. Dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir das besser hinbekommen mit der Linie. Dass wir uns da bessere Strecken aussuchen und alles sowas, ne? Ja, wie sich die Strecke denn hier Dresden zukünftig ändern wird, seht ihr auf der Website. Könnt ihr schon mal reingucken, wie das geplant ist denn später. Auf jeden Fall mal einen Blick wert. Da findet ihr übrigens auch Repaints. Auf dem Bild war jetzt ein Scania zu sehen mit Repaint von Dresden. Ne, also, oh, hier ist ein Fehler drin. Na, da haut hier die Anzeige hier nicht richtig hin.
Ich glaube, ihr habt es auch in die Kommentare, dass hier eigentlich nur Gelenkbusse fahren. Hallo. So fährt uns ja ein Gelenkbus entgegen. Hallo. Und der Scania City Wide ist halt auch in Üpen dementsprechend so vorhanden. Allerdings, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Wir haben hier ein Schild und wir haben hier ein Schild. Was ist denn das für ein Schild? Betriebszeit, ah, okay. Also ich muss sagen, ich finde die Strecke mega gut. Okay. Wir dürfen wohl. Nächste Haltestelle. Rolandplatz. Technische Sammlungen. Schön, dass wir die Vorfahrt genommen. So. Hallo. Ja, wunderschön, 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 wunderschön. So. Ja, also wie gesagt, also die Strecke ist wunderschön gebaut. Müssen wir uns nächstes Mal noch diesen kleinen, diesen Göbel anschauen. Der sah irgendwie sehr interessant aus. Schon, holy shit, ja, also es ist schon, wie viel Platz hast du hier nicht? Was das jetzt gewesen? Als ob der Mutter hier gerade mal richtig aufgeheult hat. Wunderschön. Hallo. Ja, hallo. Lübtau. Erstmal einen Schluck Kaffee hier. Die letzte Woche war wirklich ein bisschen hart gewesen. Also doch relativ immer lang wach geblieben. Erst war ja die E3, ja, und dann streamt auch noch mein Lieblings-YouTuber hier einfach mal 50 Stunden am Stück, ey. Da versucht man natürlich bei seinem Lieblings-YouTuber dabei zu sein. Er hat natürlich aber auch während ich gestreamt habe, hat er gestreamt, ja. Und mir tat das irgendwie voll leid, dass ich gestreamt habe und nicht bei ihm sein konnte. Das ist halt, ne, du hast den ein, zwei, das ein, zwei YouTuber, weißt du, wo du dann wirklich sagst, so, bei dem bist du eigentlich immer dabei, da bist du immer am Start. Egal was für ein Video kommt oder sowas, weil du findest ihn. Den Menschen einfach so sympathisch, so volle Stimme her, so vom Humor und alles sowas, weißt du, und dann bist du eigentlich, egal was da kommt oder sowas, bist du eigentlich immer bei ihm. Und genau so einer ist er halt, ja, so in meinen Augen. Und das finde ich eigentlich ziemlich großartig.
Da habe ich halt, wie gesagt, diese beiden YouTuber und gesagt, der eine, der macht dann halt immer zu Weihnachten immer so absolut 100-Stunden-Stream. 100-Stunden-Stream. Und immer Mitte des Jahres dann halt dafür 50 Stunden. Und das ist halt immer so eine Zeit, weißt du, da bist du immer dabei eigentlich. Da versuchst du halt immer dabei zu sein. Er bleibt jetzt natürlich nicht vollständig jetzt 100 Stunden wach, ne? Der geht immer, der macht alle 4 Stunden macht er immer eine halbe Stunde Pause. Da geht er dann immer so Powernapping machen, dass ich so für eine halbe Stunde, ja, ja. Ist ja unglaublich, da hat er einen Führerschein gewonnen. Jo, Manfred. Genau, immer so für eine halbe Stunde und dann passt das schon. Ja, und wie gesagt, das sind einfach mal 100 Stunden am Stück drin. Großartig. Aber ich merke es jetzt so langsam, dass ich, kommt jetzt so auch bei mir die Müdigkeit durch, wo du so denkst, so jetzt einfach nur 2 Tage durchpennen. Einfach nur 2 Tage durchpennen. Das wäre großartig. Ja. Das werde ich jetzt auch machen. Also die Woche, wenn das Video jetzt hier kommt, also die Woche wird relativ ruhig jetzt. Da werde ich auch nicht streamen oder sowas. Angefordert, wunderschön. Ja, also werde ich auch, wie gesagt, weder auf Twitch noch auf YouTube streamen. Meine Videos hier, natürlich, die kommen, aber so wirklich streamen, nein. Das werde ich nicht machen. Einfach mal ein bisschen Schlaf nachholen. Ja. Aber sonst ist, wie gesagt, einfach alles großartig. Großartig, wie gesagt, der Livestream war toll. Ja. Ich war jetzt auch noch nicht, mir geht es teilweise jetzt auch gerade ein bisschen sehr schnell jetzt so in dem ganzen Takt jetzt, was so die Abonnentenanzahl angeht. Ich versuche ja da mal so irgendwas zu planen oder sowas. Ich meine, wir haben jetzt 940 Abonnenten oder sowas und 60 Abonnenten haben wir die vierstellige Zahl erreicht. Und hier, da will ich ja natürlich schon irgendwie was machen wollen halt, ne? Zu dem großen Jubiläum, zum Meilenstein oder sowas. Wieso geht die Ampel nicht? Würde ich da halt schon irgendwie was machen wollen, so, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Und jetzt kommt mir nicht mit einem 50-Stunden-Stream. Das kann er knicken. Aber das ist schon ein bisschen, ja. Weiß nicht, was ich da aktuell machen soll. Da muss ich mal überlegen. Da wird mir schon irgendwas einfallen. Da wird mir, denke ich mal, schon irgendwas einfallen. So. Bild für YouTube. Angefordert. Wunderschön. Also wie gesagt, Karte ist großartig. Man merkt halt wirklich, wo das reale Stück ist und wo eher so das ein bisschen fiktive Stück ist. Das am Fernsehturm hatte ich ja halt schon so ein bisschen angesprochen gehabt. Aber auch das geht eigentlich vollkommen in Ordnung. Also wäre jetzt nicht so, dass ich das jetzt so praktisch als so Wendeschleife jetzt einfach so weiter beibehalten lassen würde. Also ich wegreißen, weiß ich jetzt nicht. Klingt immer so heftig, so wegreißen. Ja, das klingt immer so endgültig. Aber im Endeffekt muss es natürlich der Moller selbst entscheiden, ne? Wie er die Karte halt baut und sowas. Und wenn er natürlich dann irgendwann jetzt versucht, auf Realismus zu gehen, dann ist es natürlich, muss er das halt dementsprechend machen. Auf jeden Fall hat er aber schon verkündet gehabt, dass er gesagt hat, das Ding wird nie Payware werden. Das wird immer so sein Freeware-Projekt bleiben. Finden wir eigentlich eine ziemlich großartige Sache. Weil irgendwie wird gerade gemunkelt, dass relativ viel Payware noch kommen soll. Viele Freeware-Karten, die früher mal Freeware waren, sollen jetzt Payware werden. Ja, lassen wir uns noch mal ein bisschen überraschen. Allerdings ist das halt noch so ein Gerücht, was ich noch nicht so in den News irgendwie einbauen würde.
Ja, also das ist halt doch wirklich mit Vorsicht zu genießen. Hallo. Hallöchen. Hallo. Einen normalen Fahrschein. So, ein Einzelticket. Bitte, Manfred. Hallo. Bitte, bitte, bitte. Einen normalen Fahrschein. Ach, Manfred. Genau das gleiche normal, ja. Drucken. So, und ab geht die Luzi. So, ja, wie gesagt, auch total entspannt. Ja, unten sind wir jetzt ein bisschen flimmern halt an der Tür, ne? Überschneidet sich ein bisschen was und nicht so ganz in. Aber weißt du, das ist so Meckern auf allerhöchstem Niveau. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man da bei Payware rummeckert, keine Frage, aber bei Freeware, da würde ich mich da jetzt nicht hinstellen und sagen, uah. Das ist ja so furchtbar, das kann man sich gar nicht anschauen, so in dem Motto, weißt du? Nee. Also ich finde, irgendwo hört es dann auf, ne? Wenn es Freeware ist. Soll man das nehmen, was da ist? Ja, das ist doch schön, dass sich da mal noch Leute ransetzen, die da irgendwie noch Content bringen für den Omsi. Meine Güte, oh ne, wir haben ja sogar grün. Aber hier für den, da muss ich ganz ehrlich gestehen, da ist mir die Ampel ein bisschen zu hoch gewesen. Ich hab die jetzt so nicht gesehen. Wenn ich jetzt nicht in der Außenansicht gewesen wäre, hätte ich die jetzt nicht gesehen. Wir sind schon wieder ein bisschen zu spät hier. Heißt mal wieder, wir müssen mal ein bisschen treten hier. So. So schön, Tür zu. Mal normal, bitte. Rücksätze 60 Cent wieder und bitteschön. So, Tür zu. Wunderschön. So, Schellwischer angemacht hier. So, komm rinnen. Ach komm, brauchen wir gar nicht blinken. Ja, also ich muss sagen, Performance ist wirklich besser geworden. Also von der Karte her an sich, ne? Da kann man echt nicht meckern.
Ja, kann man absolut nicht meckern. Also ist tolle Karte. Absolut tolle Karte. Hier macht Honigwaffe wirklich, wirklich tollen Job. Hat auf jeden Fall schon verkündet, dass natürlich mehr geplant ist. Mal gucken, wann das natürlich dementsprechend umsetzen kann. Wie gesagt, 135 ist jetzt in den nächsten 28 Tagen oder sowas, was das war. Soll jetzt erhältlich sein. Da wird die Linie 61 jetzt hier erweitert nochmal um ein paar Haltestellen. Finden wir großartig. Wie gesagt, ob da noch mehr Linien hinzukommen und alles sowas, weiß ich noch nicht. Also er hat da jetzt nicht direkt nein, also jetzt nicht direkt eine Antwort gegeben. Also er wird auf jeden Fall an diesem Projekt hier noch weiterarbeiten. Das finden wir einfach toll. Ja. Sowas muss unterstützt werden, Leute. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Lobt doch mal ein bisschen dafür, dass er hier so diese Arbeit so auf sich nimmt und jetzt hier nochmal eine schöne Karte hier für den OMSI-Simulator hier veröffentlicht. Ne, das darf man halt immer nicht vergessen. Da steckt viel Arbeit drin. Ich weiß, wovon ich rede mit Landkreis Forsthausen. Ich meine, ist jetzt zwar kein absolutes Highlight gewesen, aber dennoch steckt da Arbeit drin. Ne, und wenn das Ganze dann sowieso für lau ist, dann kann man ja ruhig mal so ein kleines Dankeschön auf jeden Fall da lassen. Und ja, hoffe natürlich, dass euch die Fahrt dennoch gefallen hat hier in Dresden. Ja, kannten wir jetzt natürlich hier schon so ein bisschen. Aber dennoch, wie gesagt, der Bus, der ist großartig geworden. Die Karte ist großartig geworden. Also es war einfach nur eine großartige Folge hier. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr mir dafür ein kleines Dankeschön da lasst in Form eines Likes. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part hier wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge OMSI. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.